Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Silent Hill 2. Ich habe mir jetzt angesichts der Uhrzeit keine so lange Pause gegönnt, sie war eigentlich nur 2 Minuten lang, aber naja. Angesichts der Uhrzeit, ich meine, so spät ist es noch nicht, wir haben jetzt gerade mal so 8:30 abends, aber naja. Ich will jetzt hier auch mal vorankommen, ich muss noch was essen gleich und bloß hier raus, ey. Und dann noch in Skype was klären. Nein, nicht erklären, nicht. Naja. Oh, hier kann ich auch rein. Nein. Nicht noch ein Klo. Ich krieg noch einen Herzinfarkt, wenn hier sowas passiert. Bitte nicht. Bitte nicht. Hier ist ein Speicherpunkt. Okay. Schluss für heute, Leute. Nein, natürlich nicht. Nein, da kann ich ja eh nicht anklopfen. Die ist ja so schräg. Oh, wehe, wenn hier jetzt auch was passiert, wenn ich zur Tür rausgehe. Wehe. Danke. Boah, also nee, echt nicht. Ist der Speicherpunkt markiert worden? Der Speicherpunkt ist nicht markiert worden. Dann gehe ich nochmal rein. Und aktiviere mal eben kurz. Hallo? So, speichern wollen wir aber nicht. Dankeschön. Nur, dass halt mit angezeigt wird, ne? Dass ich mal hier Bescheid weiß. So. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Toiletten sind böse. Toiletten waren schon immer böse in Horrorspielen. Ach ja, hier ist doch kaputt, oder? Nee, hier kann ich rein. Hallo? Will ich hier rein? Kaputt. Ah, verstehe. Kaputt und kaputt. Sehr schön. Hier ist doch Dingens. Genau. Hier ist Dingens. Das nennt man jetzt neuerdings Dingens. Wisst ihr Bescheid? Da ist eine Abdeckung auf dem Boden, aber ich kann sie nicht öffnen. Da ist nur eine Vertiefung, wo früher wohl ein Griff war. Tja, Leute, da müssen wir uns einen Griff halt basteln. Wo uns aber noch eine Sache für fehlt. Zwei haben wir aber schon, nämlich die Wachspuppe und das Feuerzeug. Aber uns fehlt da noch etwas. Ich weiß nicht mehr genau was. Ich glaube, ein Hufeisen oder sowas müssen wir hier finden. Das können wir dann als... Entschuldigung, als Griff verwenden. Oh Gott, wo komme ich denn jetzt hier hin? Okay. Hieran habe ich gar keine Erinnerung. Wow, das ist aber verdammt nah, Junge. James, würdest du bitte... Ja, schlag. Ich mein Tritt. Was? Scheiße, ich habe es nicht gelesen. Naja, wahrscheinlich nur hier liegt ein Buch oder sowas. Toluca Lake, die wichtigste Touristenattraktion der Stadt. Dieser klare, prachtvolle See hat jedoch auch eine andere Seite. Es mag wie eine typische Gespenstergeschichte anmuten, auf die man in vielen alten Städten überall im Land stoßen könnte. Aber in diesem Fall ist die Legende wahr. Ist die Legend wahr, steht da. Naja. An einem nebligen Novembertag im Jahre 1918 kehrte die Little Baroness, ein Schiff voller Urlauber, nicht in den Hafen zurück. In einem Zeitungsartikel der damaligen Zeit heißt es nur, sie ist wohl aus irgendeinem Grund gesunken. Trotz einer gründlichen Suchaktion wurde bis heute weder Teile des Schiffs noch einer der 14 Körper von Passagieren oder Mannschaft geborgen. 1939 ereignete sich ein noch seltsamerer Vorfall. Es wurden viele Seiten herausgerissen. Viele Leichen ruhen auf dem Grund des Sees. Ihre knochigen Hände recken sich den Schiffen entgegen, die über sie hinwegfahren. Vielleicht greifen sie nach ihren Kameraden. Muss ich jetzt Angst haben? Das ist aber spooky. Hab eine Ampulle. Ja, was soll ich denn damit? Brauche ich nicht. Ich spiele auf leicht. Gesundheitsdrink. Oh, hier kann ich ja auch rein. Wo bin ich? Im kleinen Nebenzimmer. Okay. Ich will nicht, dass hier etwas passiert. Patronen für die Pistole. Okay, das darf ruhig passieren. Da habe ich nichts gegen. Ich habe gerade echt Schiss.
Wieso kann jetzt hier nicht einer bei mir sein, irgendwie? Lars, denk an mich. Oder sonst wäre, keine Ahnung. Lag hier jetzt noch irgendwas? Hat er irgendwo hingeguckt? Nee, doch nicht. Ich hab grad echt Schiss. Mano. Ich will das hier alles nicht. Ich will nicht nach Hause. Ich meine, ich bin zu Hause, mal davon abgesehen, ne, aber... Egal. Wo muss ich denn... Warte mal. Hier habe ich ja soweit alles abgefrühstückt. Das heißt, ich muss da durch zurück und dann wieder diesen Gefängnisgang entlang, um dann auf dieser Seite alles zu kontrollieren. Alles klar. Oh Mann, ey, das mit dem Klo hat mich immer noch so fertig gemacht. Also ich meine, das macht mich jetzt im Nachhinein immer noch fertig, wohlgemerkt. Also mit Geräuschen und so darf man mir echt keine Streiche spielen. Das bringt mich irgendwann noch um. Also wenn ich jetzt schon älter wäre, vielleicht wäre ich dann tatsächlich gestorben daran. Wahrscheinlich lachen mich jetzt alle aus auf dem Weg. Oh, sei doch nicht so schreckhaft, ist doch nur ein Geräusch gewesen. Ja, ich weiß, aber mich macht das echt fertig. Mich machten solche Sachen fertig. Ich kann es auch alleine schon nicht ab, wenn jemand die Augen weit aufreißt oder sowas. Da kann ich auch schon schreiend weglaufen. Ich bin halt ein sehr schreckhafter Mensch. Ja, und dann spiele ich ein Horrorspiel. Ich weiß, sollte ich vielleicht nicht tun, aber ich liebe Silent Hill einfach. Hier bin ich doch richtig, oder? Ja. Vor allem, wie gesagt, der zweite Teil. So von der Story her, hier mit der... verstorbenen Frau von James und alles. Ich finde das einfach höchst interessant und emotional und die Musik und alles. Also Silent Hill 2 hat halt so mit unter dem besten Soundtrack. Obwohl ich Silent Hill 3 inzwischen sogar noch ein bisschen besser finde, also vom Soundtrack jetzt her. So, wo bin ich jetzt genau? Ich gehe erstmal nach rechts, würde ich sagen. Wow! War eine gute Entscheidung. Schlag doch mal zu. Ah. Wie das Monster mal stillhält, wenn ich zutreten will, ne? Nett vom Monster. So, nochmal. Da hinten ist nur eine einzige Tür, die garantiert kaputt sein wird. Oder abgeschlossen. Oder beides. Beides? Zu der Tür komme ich gar nicht hin. Ja, auch interessant. Dann halt nicht, ne? Da habe ich auch keine Sorgen mit. Das hier war nicht die Tür, durch die ich gekommen bin, ne? Doch, war sie. Ja, ich weiß, ich gucke hier sehr oft auf die Karte. Ich bin einfach. Komm her, mein Freund. Du kriegst einen Bussi. Der aus Schmerzen besteht. Wie es zurückweicht, ne? Hast du etwa Angst vor mir, oder was? Komm her. Och, Junge. Ernsthaft? Wie viel hältst du aus? Stirb! Ficker, ey. Sorry, musste gerade mal gesagt werden. Ich erkenne das hier so schlecht, auch was eine Tür ist und was nicht. Keine Ahnung warum. Ich gehe mal hier links rein, wenn ich kann. Ach, ich kann es auch noch. Oh Gott. Och nö, nicht schon wieder Monster. Wieso ist in jedem Raum irgendein Viech drin? Ach Mann. Stirb. Ernsthaft. Gewehrpatronen. Was? Hier liegen blutbefleckte Kleidungsstücke. Ja, kannst du mal anziehen. Kann ich hier auch rein? Nee, das ist kaputt. Ich bin hier nur für Patronen reingegangen. Ganz toll. Aber ihr guckt hier auch echt nirgends hin. Hier ist nichts. Wo? Hab ich den Viech nicht getötet? Ich dachte, ich hätte hier alles gekillt. Habe ich hier jemanden wohl nicht endgültig den Gnadenstoß verpasst, wie es ausschaut? Aber das Geräusch bin ich zum Glück halt schon gewohnt, ne? Alter! Alter! Du kotzt mich nicht nochmal an, ey. Ganz ehrlich. Du Wichser.
Stirb endlich! Scheiß Viech, ey. Ich glaube, es hakt. Ist hier jetzt noch irgendwo eine Tür oder nicht? Hier ist irgendwo noch eine Tür. Die ich aber nicht erkennen kann als Tür. Oder ist sie einfach nur zugemauert? Ist ja nichts Neues. Nee. War ich hier gerade nicht drin? Habe ich die echt übersehen? Ernsthaft? Ach so. Ach, hier auf einmal macht das Radio was. War vorher nicht. Was ist das denn? 436 Zuschauer bei einem Konzert. Okay. Und was noch? Fliegende Frau. Okay. Ja, okay, James, brauchst nur einmal gegenzuschlagen, ist okay. Ja, ja. Da kann ich auch rein. Und hier liegt was Wichtiges, sogar eine Tafel. Tafel der Unterdrücker. Okay. Der Unterdrücker. Metalltafel mit der Inschrift der Unterdrücker. Auf einer Seite. Fand sie in der Zelle. Prüfen. Okay. Sonst nichts? Hier sind Magazine. Nichts wirklich Interessantes, okay? Was? Die Eisenstangentür ist fest verschlossen. Ich kann sie nicht aufbrechen. Sehr tolles Deutsch. Du scheiß Monster, lass die Tür los. Ich will hier raus. Oh, fick dich doch, ey. Ja, jetzt kann ich raus. Jetzt ist mich nicht mehr gesehen hier. Haha, ausgetrickst. Kann ich nicht öffnen. Kann ich nicht öffnen. Und kann ich nicht öffnen. Richtig? Richtig. Kann ich die jetzt hier aufmachen? Tatsache, jetzt ist sie offen. Aber ich will da, glaube ich, gar nicht hin. Oder will ich da hin? Ach doch, ich will da hin, glaube ich. Obwohl, nee, will ich nicht. Ich muss... ich muss erstmal dahin in den großen Raum. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part in den großen Raum. Und sehen uns dann da halt wieder. Weil ich habe jetzt schon mit der Zeit extrem überzogen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part dann wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja... Wenn ja, lasst es mich wissen. Wenn nicht, dann lasst es mich nicht wissen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.